Je, wir wollen jetzt Titanen töten. Aber nicht die da hinten, sondern die in der Titanenfestung. Erstmal gucken, ob wir hier den Wegpunkt haben. Ja, der Wegpunkt ist da, hält noch sehr lange. Der in der Grube hält nicht lange. Ich glaube, da springe ich mal ganz kurz hin. Zurückrufen, Grube. So, nur für den Fall, dass wir hier irgendwann nochmal hin müssen. Zum Beispiel für das Arcomage-Turnier. Auch wenn ich dazu nicht wirklich gerade in der Stimmung bin. Aber später wird es halt vielleicht ganz praktisch sein. Dann du. Setzen da. Buffs sind okay, Zauberpunkte sind nicht so okay. Also sollte ich eigentlich einmal schlafen. Ja, komm. So. Titanenfestung. Da kommen wir nicht so schnell hin. Also lohnt es gar nicht, jetzt zu buffen. Haben wir irgendwas in der Nähe? Nö. Okay. Also, Tornportal. Dahin. Dann von hier aus nach Norden. Fliegen. Zwischendurch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo gute NPCs sehen. Obwohl, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, ich nicht wirklich wüsste, was gute NPCs für uns wären. Denn plus 4 auf alle Götter, Quatsch, auf alle doch Göttersachen. Also Geist, Körper, Seele bringt uns fast gar nichts, außer bei der Heilung. Elementar ganz okay, aber so wirklich viel wird es auch nicht machen. Jetzt, wo die Blaster haben. Also zumindest zwei Blaster haben, aber hoffentlich ein paar mehr gleich. Ich hoffe hier immer noch, dass in der Titanenfestung wenigstens ein Blaster ist. Spieltechnisch gesehen wäre es jedoch ein bisschen früh. Das heißt ja theoretisch, man könnte sofort, wenn man von der Tutorial-Insel runter ist, hierher gehen, in die Titanenfestung und da irgendwie an den Blaster rankommen. Das wäre schon ein bisschen komisch. Es wird tierisch schwierig und die wenigsten würden es schaffen, aber es wäre trotzdem ziemlich komisch. So, du. Ihr seid alles Wachen, keine NPCs. Du bist ein NPC. Schmied, nö. Bürger, ah. Hier sind ganz schön viele Wachen. Bisschen paranoid, ja? Na gut, kann ich nachvollziehen. Waldläufer, Nee, okay. Du, das da. Du, das da. Und sind wir eigentlich schon durch. Die Titanfestung war hier vorne, glaube ich, gleich. Und Bewahrung fehlt noch. So. War das hier unten? Da, ja, genau. Die ganzen Meerwesen hier haben wir schon umgebracht. Also rein da. Diesmal ohne Unsichtbarkeit und allem. Wir wollen einfach nur töten. So, Karte sagt, wir waren eigentlich schon überall. Das heißt, wir gehen jetzt nur die Räume ab. Also dahin, dahin, dahin. Schließen. Oh. Grüner Drache. Ah, es geht doch nicht so schnell, wie ich dachte. Das dauert wesentlich länger, als ich dachte. Okay. Ah, einer tot. Mit Taktik hat das allerdings nicht mehr sehr viel zu tun. Ich halte eigentlich nur die I-Taste gedrückt. Ah, zweiter tot, okay. Geht doch. So. Eine Krone. Drachenauge. Relikt. Was für ein Relikt? Das erkenne ich nicht. Also die Krone ist Mumist. Das sollte repariert werden. Auch wenn wir die Bögen jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Taldons Helm.
Rüstung 20, Charisma plus 15, Stärke plus 15, Glück minus 40. Und man muss gut sein. Dieser machtvolle Helm war ursprünglich im Besitz von Taledon, dem Hohepriester und heiligen Anführer der Kirche der Sonne. Der anscheinend nicht viel Glück hatte. Es heißt, ein Gegenstand, der mit zu mächtigen Zaubern belegt ist, kann auch schlechte Nebenwirkungen ausprägen. In diesem Fall ist die Nebenwirkung, dass der Träger vom Glück verlassen wird. Taledon, der zu seiner Zeit einer der mächtigsten Personen war, ein Diplomat, ein Krieger und ein Priester, wurde während er eine Straße in Stedwick überquerte, von den Rädern eines durchgehenden Bauernwagens zerquetscht. Kein sehr schöner Tod. Vor allem mit dem Helm müsste er eigentlich genug Rüstungsklasse haben, um einen Bauernwagen zu überleben. Aber na gut. Charisma, Stärke. Ich weiß ja nicht. Ja, ist besser. Und es passt zu einem Paladin. Auch wenn du irre komisch aussiehst. Was soll's. So, das kommt weg. Das ist hier schon das zweite Artefakt, das wir hier gefunden haben, ne? Also scheint sich auf jeden Fall gelohnt reinzugehen. Auch wenn die Artefakte teilweise recht komisch sind. Oh, warum kann ich da nicht eh gedrückt halten? Ah, ich glaube, wenn wir getroffen werden, muss ich einmal kurz neu E drücken. Das artet ja schon fast in Arbeit aus. Ich kann auch ganz oft E drücken, aber es ist nicht so schnell. Gut. Oh, die droppen auch Reagenzien. Was für welche denn? Blaue? Ich finde die Blaster echt komisch. Die machen so wenig Schaden. Dafür, dass es ein Laserstrahl ist in der Fantasy-Welt. Eigentlich soll es lieber andersrum sein. Lieber mehr Schaden, dafür wesentlich langsamer schießen. Oh, na gut. Und kaputt. Breitschwert. Das erkenne ich nicht. Oh, schick. Brauchen wir wirklich noch so ein plus 10 Ausdauer, Rüstung und Trefferpunkte. Wäre ein schönes Schwert, wenn wir Schwert benutzen würden. Oh, das tut da. Irgendwie weh. Das tut. Oh, ist irgendjemand gelähmt? Gut. Gut, gut, gut. Warum schießt denn nur einer? Sie noch hier rum schießen. Ach, ich hab's zumindest versucht. Blaster ist kaputt. Kannst du sowas reparieren? Ja. Blaster da. Die gehen ganz schön schnell kaputt, die ganzen Sachen hier. Aber okay, wir kämpfen auch gegen die Titanen. Das ist vollkommen okay. Ah, schon besser. Oh, einmal. Heilen sie, du, heilen alle. Das tut irgendwie weh. Dau. Ja, gib ihm. Oh, das war schick. Und Gold, Zauberstab. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Genau, hier wollten wir eigentlich zuerst rein. Hier scheint allerdings nichts zu sein. Nö, dann wollten wir nach rechts. Zu dem Raum, wo zwei Kisten drin waren und dann da. Wie alt bist du gerade? 64. Ja, ich glaube, da können wir so ein, zwei Gotteingriffe ruhig sprechen, um das Ganze hier ein wenig zu beschleunigen. Oh, ihr seid ein paar mehr. Wieder schon fast schneller. Jo, geht's. Und ich habe auch keine Hakler. Oh, da ist jemand umgekippt.
sieht immer die Pfeilschäden zwischendurch. Die Pfeile machen 20 Schaden, die Blaster immer nur 1 bis 9. Glatt. Oh, du, heilen. Das tut irgendwie weh. Na komm. So. Kisten hatten wir, glaube ich, schon mal geplündert. Kann aber nicht schaden, nochmal reinzugucken. Oder auch doch. Geheimgänge sehe ich keine, nö. Und wir haben... Oh, noch nicht genug Erfahrungspunkte. Das ist jetzt ein wenig enttäuschend. Also ja, wir sind schon ziemlich hochstufentechnisch. Aber ich hätte irgendwie erwartet, wenn wir so viele Titanen und Drachen töten, dass dann noch ein paar Stufen zustande kommen. Aber scheinbar nicht. Schade. Hallo, Drachen. Oh, nicht in den Nahkampf kommen lassen. Können ja doch ein bisschen wehtun. Bist du da angeschlagen? Ja. Also ja, wegen dem Blaster, die ich hier eventuell vermute. Aber langsam immer eher denke, dass wir kein Wind werden. In den Kisten kann er ja nicht sein. Die hatten wir ja alle schon geplündert, als wir unsichtbar hier waren. Das heißt, wenn, dann muss irgendwo ein Gegner sein, der stärker ist als alle anderen. Und der hätte ihn denn dabei. Oder irgendwas anderes Schönes, was wir brauchen können. Ich glaube, es gab einen Raum, der sah ziemlich garstig aus, als wir hier waren. Aber der war weiter oben. Plattenpanzer. Was für ein Plattenpanzer? Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? 54 plus 5 auf Intellekt und Charisma, ja. Keinen Platz mehr. Oh. So. Zauberstab, Drachenauge. Ja, ein ordentlicher Plattenpanzer und allgemein ein bisschen bessere Ausrüstung wäre vielleicht auch ganz schick. Ich denke mal, durch das, was wir jetzt hier alles einsammeln, kriegen wir ein bisschen was zusammen an Gold. Und dann können wir die guten Händler einmal abklappern. Also die in Celeste und auch in der Grube. Weil wir können ja Handel mit denen treiben. Nachdem wir alle ihre Leute umgebracht haben, sind die Händler doch recht zutraulich. Also da nix, da nix, da nix. Zurück dahin. Und einmal heilen. Fackel ich das an, ne? Ja, es wirkt immer noch ein bisschen düster. Nee, nicht weglaufen. Ah, okay, er wollte uns in der Falle locken. Garstiger Typ. Du da hinten stirbst zuerst. Oh, jetzt ist das Fackellicht aus. Okay. Du, Licht an. Das tut irgendwie weh. Na komm schon. Kettenpanzer. Warte mal. Ich gebe mal doch lieber ihr den Blaster. Da wir jetzt ja doch dazu umgestiegen sind, keine Zauber zu benutzen. Und gehe einfach in Nahkampf. Der kann eh über im Nahkampf zuhauen. Da macht er ja doch einiges an Schaden. Sehen wir irgendwo eine ganz hohe Zahl von Geobotten? Nicht wirklich. Komm schon, jetzt irgendwo 70, 80 Schaden. Sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie eine Melee-Gruppe wäre. Ich meine, wenn Geobotten jetzt so regelmäßig 80 Schaden macht, ohne irgendwie Mana zu verbrauchen, das ist schon richtig praktisch. Und er ist noch nicht mal Meister im Streitkolben. Geschweige denn Großmeister. Also ja, so eine Herausforderungsgruppe. Drei Krieger, ein Kleriker.
hätte was. Das Einzige, worauf man verzichtet, ist Stadtportal, Leuchtfeuer und ein, zwei Buffs. Aber das vertreten wir, glaube ich. So, wir wollten Nahkampf gehen. Ah, du heilen. Einmal die Kniescheiben weghauen. 79. Gib ihm.